Recht herzlich willkommen zur 282. Folge von City Skylines. Ja, wo ist unser Kreisverkehr, den wir letztes Mal bearbeitet haben? Irgendwo hier oben war der, oder? Vertue ich mich da jetzt? Nein, das war hier, ne, oder? So sieht man besser. Da ist er doch. Ja, Problematik besteht immer noch, wie wir sehen. Das ist nicht gut. Ja, die Ampeln haben wir jetzt geschaltet sozusagen, aber bringen tun sie jetzt nicht so wirklich viel, ne? Das ist... Ist es sinnvoll, diese Straße zum Beispiel da reinfahren zu lassen? Ach so, die hatten wir letztes Mal erst hier angelegt, diese. Jetzt fahren da auch noch welche da rein, ja. Es ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter, oder? Obwohl, nee, das Ende ist jetzt nicht mehr so rot. Ja. Jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht, ne? Der Kreisverkehr ist jetzt nicht so das Gerät, das Gefährt, das, ne? Wir haben diese Straße und parallel diese Straße. Macht das überhaupt Sinn? Ja, hier hinten fahren sie alle runter. Kommen hier irgendwie nicht weiter. Was ist denn hier los? Das muss mir noch einer erklären hier. Warum der Verkehr da nicht fährt. Hä, was soll das? Hier geht's nicht weiter oder was? Was ist denn das für ein Shit? Ist die Straße da kaputt oder was? Wieso spawnen da Fußgänger? Wieso spawnen da Autos? Das versteht keiner, oder? Ich glaube, wir müssen mal hier gerade die Straße abreißen und neu bauen. Weil hier ist ja irgendwas faul. Ja, da kann ja wohl was nicht stimmen. Das ist eine Straße, eine Autobahn. Nee, das war schon richtig hier. 1, 2, 3. Mit Lärmschutzwand nehmen wir mal. Gucken wir mal, ob das noch was wird jetzt. Die fahren da wieder so langsam runter. Und da spawnt wieder einer. Das versteht keiner, ne? Na komm, dann reißen wir das gerade wieder ab. Ne, warte mal, das. Machen wir so. Nochmal diese Bahn. Daher. Wir nehmen dieses Teil hier. Machen die Straße da mal höher. Und dann da runter hin. So, in der Hoffnung, dass es jetzt besser ist. Weil die Autos da unten nicht mehr spawnen, ne? Ja, keine Ahnung, warum die da unter der Brücke gespawnt sind. Auf jeden Fall fahren sie jetzt wieder richtig. Jetzt müssen wir hier nur gerade noch schauen, dass wir das mal hier anders verbinden vielleicht. Ich glaube, wir machen das nur so. Ah, da oben fängt schon wieder sowas an, ne? Warum wird hier aufgehalten? Warum fahren die nur einspurig? Die nächste Frage. Warum spawnen hier Autos und respawnen Autos? Was läuft hier falsch?
Ruf mal die Polizei an hier, da ist ein Fußgänger auf der Straße. Das ist doch nicht normal, oder? Was ist das für ein Kasper hier? Kann mir das mal einer erklären? Warum ist denn diese Ansicht jetzt so komisch gerade? Warum fahren hier Autos so auf dem Parkplatz und so? Also irgendwas ist hier gerade kaputt, würde ich sagen, oder? Aber was? Jetzt wird gefahren wieder, oder? Hier da, guck dir das an da. Was macht der Fußgänger da? Hier da auch wieder. Irgendwas ist hier ganz, ganz komisch gerade. Boah, das ist ja jetzt voll doof, ne? Was hat das Spiel hier für ein Problem? Deswegen hast du ja auch so einen Rückstau. So, jetzt hier machen wir diese Kreuzung. Da mache ich nichts dran, sondern da dran, damit die erstmal in der Mitte fahren, ne? Und hier da schon wieder, ey, da ist doch irgendwas ganz arg im Bösen, ey. Sowas macht doch keinen Sinn hier jetzt. Das macht mir doch hier das Verkehrschaos, oder? Deswegen kommen die doch hier auch nicht runter. Die stehen hier bis auf die Bahn denn. Warte mal, ist das da unten eine Stadtautobahn? Und nee, das ist beides. Das ist auch eine Stadtautobahn. Sind ja keine Dingens dran hier, keine Wohnblocks und sowas. Sonst hätte ich gedacht, hat es damit zu tun, weil die Autobahn so direkt aufhört. Aber wie wir jetzt hier wieder sehen, ist das Haus nicht angebunden. Doch, ist es. Transportturm. Das Haus ist da schon richtig. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Schade drum, ne? Das gefällt mir gar nicht gut dann. Ja, was soll das Blödsinn? Jetzt war wieder hier so ein Schub. Jetzt fahren sie alle wieder. Jetzt geht's hier gerade. Jetzt spawnen keine, weil sie fahren. Kann das sein, dass die Schlange einfach zu lang war, zu lange gedauert hat? Und dann sie die despawnt und dann respawnt? Jetzt hält der an, weil da einer wieder spawnt, oder was? Ne, der ist despawnt. Oh. Jetzt ist hier wegen Fußgänger ein Stau. Jetzt spawnt da wieder einer. Für mich unerklärlich gerade, warum das so ist. Tendenziell neige ich dazu, die Straße nochmal abzureißen. Und sie einfach ein bisschen weiter rüber zu legen. Zu gucken, ob es dann besser läuft. Da. So, da ist schon die Straße, okay. So,
So, schauen wir mal jetzt, ob es dann besser läuft. Aber wissen tue ich es auch nicht. Jetzt kommen wieder Autos, die dann da auch durchfahren. Vielleicht hat es damit zu tun gehabt, dass das da zu nah dran war. Da ist eine Moped unterwegs. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, der hält an und dann ist wieder das Problem da, aber so wie es aussieht, fahren sie zurzeit. Hat das mit dem Gebäude hier zu tun gehabt, dass es zu nah da dran war? Ich weiß es nicht. Zurzeit läuft es auf jeden Fall. Ach so, wir hatten jetzt natürlich hier gesagt, fahrt mal da nicht so lang, ne? Warte, das war hier oben. Also nochmal neu machen, ne? So soll's gut sein, oder? Jetzt kommt hier auch gar keiner mehr. Ach doch, da einer. Der fährt aber gleich auf die Mittelspur. Ja, hier läuft's doch jetzt. Sieht gut aus, oder? So, wo ist der andere Stau jetzt gewesen? Oh. Hier auf jeden Fall ist nichts Gutes. Die stehen hier im Tunnel und kommen nicht voran. Wo ist denn der Kreisverkehr da? So, jetzt müssen wir hier grundlegend was ändern. Das ist ja hier alles doof, oder? Diese Straße haben wir gebaut, die jetzt dann auch schon voll ist. Das würde bedeuten, wir machen mal eine größere Straße dahin. Zweispurig mit Bäumen. Und die kommt dann hier lang. Und klingt dann da rein, oder was? Zack. Müssen wir das alle abreißen, ne? Dann ist das so. Ist das die richtige Straße, die ich möchte? Was ist das denn hier für eine? Breite Allee mit Gras. Das hier ist vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. Ja, das ist doch schon okay so. So, machen wir was anderes. Machen wir erstmal hier Häuser weg. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Die auch noch? Nee, ne, die nicht. So, dann eine Straße, die vierspurig ist und hier startet und darüber geht. Wieso steht das Haus da noch? So, dann den Bagger rausgeholt. Diese Straße kommt weg. Bagger rausholen. Die Straße kommt weg. Wohnt sowieso keiner mehr dran. Und die Straße kommt dann gleich so dahin. Krass, wird sogar gehen, ne? Ich würde es ja gerne hier dran machen, ne? Aber das funktioniert wohl nicht. Nee, das macht er auch nicht. Okay, dann bedeutet das, dass wir was machen? Wir reißen da noch ein Stück von der Straße weg.
Und von der auch. Und pflanzen die dahin. So. Dann machen wir das wieder dahin. So. Und hier haben wir jetzt was abgerissen. Warte mal, das ist eine Straße, die eine Wache, die wir verschieben müssen. Busdepot. Gebäude verschieben kommt irgendwo hier dann hin, oder? Da, fertig. So, dann ist das schon weg. Dann reißen wir diese Straße noch ab. Und dann reißen wir die Straße auch noch ab. Und dann gibt es eine neue Straße, die von da in den Kreisverkehr mündet, ne? Das geht nicht, dann müssen wir für diese Straße abreißen. So, jetzt geht's bestimmt. So, jetzt haben wir die Straße angeschlossen. So. Hat diese Straße noch einen Anschluss? Das ist die Frage. Dieses Gebäude noch einen Anschluss? Sieht so aus, dass die Straße bis dahin noch reicht. Da ist jetzt eine Bushaltestelle, die keinen Weg mehr findet. Okay. Und die haben jetzt keinen Anschluss. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Jetzt haben die keine Einfahrt oder wie? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber dieses Symbol ist wieder mal auch so ein Bug. Ne, jetzt ist es weggegangen, okay. So, jetzt haben wir hier eine Straße, die auf jeden Fall breiter ist. Aber wir haben hier Bushaltestellen, die irgendwie ein Verbindungsproblem haben. Das hätte ich gerne. Die hatten nie eine Verbindung. Und die haben in beide Ecken keine Verbindung. Deswegen klappt das auch nicht. Okay. Das bedeutet, da muss noch eine Straße hin. Irgendwo hier. Keine Ahnung wo. Das funktioniert nicht. Da brauchen. Aber da ist nicht gut. Was machen wir da? Das. Weg, 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 weg. Den Park verschieben wir gleich nach da und verbinden die Straße dann dahin. So machen wir es, oder? Der könnte ja auch auf diese Seite, wenn es klappen würde, ne? Tut es aber nicht. Ah, jetzt sind die weg. Jetzt geht das da auch hin. Sehr schön. Und jetzt können wir die Straße verschieben. Beziehungsweise anschließen. So. Jetzt hat der Bus auch bestimmt wieder eine Möglichkeit, da lang zu fahren, oder? Der dreht jetzt und fährt zurück. Aber da ist auch noch die Bushaltestelle, hm.
Ja, gehen tut's so jetzt, oder? Warum wird das da als nicht möglich angezeigt? Keine Ahnung. Und da auch nicht. Die geht doch hier lang, oder? Wo ist denn der Kreisverkehr? War der jetzt nicht gerade hier? Ja klar, und jetzt hat er es auch gerallt, dass die Busse wieder langfahren. Alles klar. Hier müssen wir erstmal das anmachen. Läuft, ne? Müll haben wir da hinten ein Problem, aber das läuft auch. So, jetzt Verkehrsaufkommen im Kreisverkehr. Hat sich das geändert? Ja, hier ja. Die Busse, die sind irgendwann weg, dann geht's. Aber hier ist es jetzt immer noch schäbig. Und hier auch. Und wäre es nicht besser, die auf diese Straße zu leiten? Was passiert hier? Gebäude ist abgeschaltet, dann nicht mehr abschalten, dann machen wir es wieder an. Achso, das ist eine Stadtautobahn oder so, ne? Ja. Steht alles. Bis hierhin. Bis dahin. Ja, weitreichende Folgen hat das da. Ist die Frage, wo fahren die denn hin? So, da ist ja auch eine Ampel gesetzt, ne? Eine zeitgesteuerte Ampel. Jetzt fahren die. Dann fahren die. Und da ist auch ganz viel los. Die Zeit ist schon berechtigt. Und hier stehen ja jetzt auch schon ein paar. Allerdings wird das jetzt gehen. Jetzt haben die da wieder rot, ne? Oder? Ne, haben sie noch nicht mal. Ach, da ist ja auch gar keine Ampel mehr. Das ist auch nicht so gut, oder? Vielleicht sollten wir da noch eine Ampel hinzufügen. Stopp mal. Kreuzung zur Ampel hinzufügen, die. Und zwar ändern. Grün, rot. Passt. Speichern. Ändern. Grün, rot, grün. Grün, rot. Speichern. Dritte Phase. Kriegen die grün. Speichern. So, Zeit können wir ja noch ein bisschen ändern, glaube ich. Machen wir da mal nur eine 7. Speichern. Starten. Und angucken. Und dieses Getute, das geht dann manchmal auf den Zeiger, ne? So, hier haben wir eine einspurige Straße. Das ist auch wieder doof, ne? Ist das nicht eine zweispurige Straße? Hier stehen sie jetzt schon wieder bis da hinten. Jetzt fahren sie. Also die meisten von hier. Tja. Hier ist ja noch Platz, ne? Da
Sollte man hier einfach eine Straße zumachen, durchmachen? Ein Haus da wegnehmen? Würde den Kreisverkehr sicher entlasten? Weiß ich aber nicht. Das mir angucke, dann, ne? Hier geht gar nichts. Die Frage, wo wird jetzt besser, wo wird schlechter, ne? Also hier ist schon schlecht, weil diese Straße auch noch daherkommt. Geht denn hier was? Dass wir das ändern, dass die da sofort rumfahren können? Nächste Frage ist, die fahren da welche rum? Die wollen alle irgendwie links. Zeig mal gerade dieses hier. Und machen wir gerade das hier. Oder wir können auch das nehmen. Die Frage, ob das besser oder schlechter ist hier. Mal so. Noch fährt da keiner lang. Ist wieder so typisch, zweispurig, wird aber hier einspurig. Versteht wieder keiner, ne? Das ist so schade. Ja. Hier muss der Wurstwagen so komisch fahren. Auf jeden Fall ist jetzt diese Straße angenommen worden. Die flitzen jetzt alle nach da. Und fahren dann wo lang? Und fahren dann da links lang. Dann könnte man das hier wegnehmen, ne? Hochkomplizierte Kreuzung. Ja, da können wir uns noch lange, lange mit befassen. Dann machen wir bei der nächsten Runde weiter. Wir sind schon wieder in einer halben Stunde und ja, irgendwo, ich denke, wir müssen gucken, dass wir hier diese Straßen irgendwie anders verbinden noch. Kriegen wir auch noch hin, bin ich von überzeugt, aber ich weiß noch nicht wie. Wir werden es aber hinkriegen
Und ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Jo, und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt mal was rein, was ihr hier von dieser Kreuzung haltet, die ja echt richtig schlecht aussieht erst. Dann müssen wir da mal einen Rundumschlag machen und richtig was abreißen und dann aufbauen. Das machen wir aber alles, wie gesagt, in der nächsten Folge. Teilt das Video noch, dann können andere auch noch dran teilhaben, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.